Meine lieben Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Anwesende, es freut mich sehr, dass Sie weiterhin so angeregt diskutieren konnten heute Abend. Wir werden jetzt sozusagen zur Endphase des Abends schreiten. Und zwar werden wir jetzt die Möglichkeit haben, die spannenden Referate, die wir gehört haben, etwas zu challengen. Dazu habe ich mich noch ausgerüstet mit zwei weiteren spannenden Personen. Das ist einerseits Adrian Fichter, nicht Fichter, ohne I, Autorin beim Online-Magazin Republik. Und auf der anderen Seite Nicola Zahn ist von der bekannten Operation Libero, Arbeitsgruppe Digitalisierung. Ihr seid beides auch bekannte Gesichter, wenn es um die Digitalisierungsthemen geht. Und ich denke eben, ihr habt auch schon selber auch gewisse euch Gedanken gemacht bei diesen spannenden Inputs. Wir werden kurz starten mit der kleinen Podiumsdiskussion und dann gleich aber auch ins Plenum zu Ihnen öffnen, damit Sie da Fragen stellen können oder Kommentare abgeben. Ich bin sehr gespannt, gerade von einigen Anwesenden von Ihnen hier noch Feedbacks zu kriegen. Gut, wir haben bei den zwei Input-Referaten von Lisa und von Fabrizio gehört. Einerseits ist mir geblieben, Social Media online ist gar nicht so wichtig in der Politik. Und andererseits eben, Lisa sagt, ja, man kann ziemlich viel beeinflussen, wenn man die richtigen Botschaften platziert. Und da würde ich gerne mal zuerst Adrian fragen, was ist so deine Wahrnehmung? Du hast ja auch viel über Cambridge Analytica geschrieben. Und also wem glaubst du jetzt eher? Eher jetzt dem Fabrizio oder der Lisa? Als Journalistin muss ich da natürlich zuerst neutral bleiben. Nein, es stimmt natürlich wie beides, weil es sind vieles ist, also die Daten, die jetzt Fabrizio Gilardi zitiert, sind einerseits eben Umfragen, aber auch verfügbare Daten und die Daten sind auch teilweise sehr unterschiedlich, was Twitter und Facebook hergibt. Es gibt ja auch Daten, wo man sagen kann, dass halt gewisse Fake News gut gelesen worden sind. Das fragt sich halt natürlich im gesamten Ökosystem von Informationen, welchen Stellenwert das es dann wirklich gehabt hat. Das ist, finde ich, eine schwierige Bewertung. Und gleichzeitig eben dieses Persuasive, also dieses, wie man jetzt mit Marketing und Data Science und Psychology diese Verknüpfung machen kann und Leute überzeugen kann, wobei sich das mehr auf den kommerziellen Kontext bezogen hat, das stimmt natürlich auch wieder. Also es stimmt wahrscheinlich wie beides, was jetzt wirklich im politischen Kontext welche Wirkung haben kann, ist nach wie vor, glaube ich, immer noch nicht ganz geklärt. Ich glaube, Social Media haben einen großen Mobilisierungseffekt, könnten einen guten Effekt haben, wenn man einfach die Leute erreichen will, die man eh schon überzeugt hat, die man einfach jetzt noch zur Wahl aufruft. Ob es dann auch wirklich die Unentschlossenen überzeugen kann mit diesem Negative Campaigning, wie das die Trump-Kampagne gemacht hat bei den Hillary Clinton-Wählern in den umkämpften Gliedstaaten, das ist ja nach wie vor eine Streitfrage. Vielen Dank für deine Einschätzung. Also wir haben ja gehört eben in dem Sinn, dass das möglicherweise etwas nützt. Die Frage ist eben jetzt mit dem Digital Democracy Lab, sicher auch eine spannende Forschungsfrage, noch etwas zu vertiefen. Operation Libero hat ja einen gewissen Track Record an erfolgreichen so Kampagnen. Was kannst du uns da verraten in der Öffentlichkeit? Wie habt ihr Social Media eingesetzt und hat es was genützt oder nicht? Als zuerst würde ich vielleicht sagen, für die Klarheit der Debatte, dass wir unterscheiden zwischen, oder dass wir klar definieren, über was wir überhaupt sprechen, weil der Einsatz von Technologie im politischen Marketing oder in der politischen Campaigning geht meiner Meinung nach über Social Media hinaus. Social Media ist ein möglicher Aspekt oder ein möglicher Kanal, aber da stecken auch andere Elemente dahinter, die Webseite, E-Mails, das CRM wurde angesprochen, um Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Und wenn man mich fragt, wie wir die digitalen Tools eingesetzt haben und einsetzen, würde ich sagen, dass das mit vier Zielen verbunden ist. Einerseits Inhalte zu kreieren, weil es einfach schnell möglich ist, auf digitalen Methoden ein Foto zu bearbeiten, Videos zu erstellen, dann aber auch diese Inhalte zu verbreiten. Da kommt dann Social Media sehr stark ins Spiel, aber auch E-Mail, das man als Kanal nicht unterschätzen oder vergessen sollte. Dann nutzen wir Technologie auch, um Leute zu koordinieren, denn was wir machen, wäre nicht möglich ohne einen extrem hohen Einsatz an freiwilligen Arbeit. Und da kann uns Technologie helfen, diese Leute anzusprechen und abzuholen und ihnen aufzuzeigen, wo sie ihre
Zeit am besten einsetzen können. Und das Letzte, aber überhaupt nicht zu unterschätzen, ist dann auch, digitale Tools zu nutzen für die Finanzierung, also das ganze Thema Crowdfunding. Habt ihr auch schon WhatsApp benutzt? Das scheint so der neue Gag zu sein, mit WhatsApp die Leute zu erreichen. Ja, ich weiß, dass es da erste Tests gab, aber ist nicht der Hauptkanal. Und wir sind auch nicht auf allen Plattformen, die es gibt, aktiv. Okay. Vielen Dank für deine Offenheit in dem Sinn. Jetzt vielleicht, Fabrizio, du bist ja Politologe und weißt eigentlich, was so die Massen mobilisieren kann. Wie würdest du jetzt dann den anwesenden Politikerinnen, Politiker oder Kandidierenden empfehlen, sich da zu beteiligen in Twitter, oder soll das besser sein lassen? Was ist so jetzt deine ganz persönliche Empfehlung in diesem Zusammenhang? Also ich denke, wenn ich Kandidat wäre, würde ich schon Werbung auf Facebook aufschalten. Wobei ich denke, die Wirkung ist wahrscheinlich klein auf die Wahlentscheide der Leute, die die Werbung sehen. Ich denke nicht, dass viele ihre Wahlentscheide ändern werden wegen der Werbung, dass sie sehen auf Facebook. Aber wie Nicola das gesagt hat, die Effekte der digitalen Technologie sind extrem vielfältig, und darum natürlich spielen auch Social Media eine Rolle, irgendwelche eine Rolle. Ich denke, diese Effekte sind aber diffuser als Meinungen ändern mit gezielter Werbung. Das ist schwierig. Wir sind sozialisiert, wir haben eine bestimmte Präferenz für eine Partei, und das zu ändern ist gar nicht so einfach. Mhm. Und das ist mein Verständnis, dass die Effekte doch reell sind. Also die Social Media und das Internet macht etwas aus, aber das ist auf einer anderen Ebene, übergeordneter Ebene vom politischen Diskurs, was die Operation Libero bisher mit Erfolg gemacht hat, nämlich versuchen, die Richtung der politischen Debatte zu ändern. Dort ist das Potenzial, und auch wie Social Media erfolgreich eingesetzt werden können. Okay. Sehr gerne, ja. Weil es wurde ja auch schon angesprochen, dass man vielleicht sich überlegen sollte, komplett nur noch auf online zu setzen. Das würde ich sagen, würde ich nicht machen, denn auch wenn wir jetzt unsere Kampagnen anschauen, es hat angefangen mit hauptsächlich digitalen Inhalten, was schlicht damit zu tun hatte, dass das am Anfang etwas sehr Günstiges ist, um schnell Aufmerksamkeit zu generieren. Aber in den großen Kampagnen der Vergangenheit, sei das jetzt die Selbstbestimmungsinitiative, die Nobilag-Initiative oder auch die Durchsetzungsinitiative, haben wir auch digitale Tools genutzt, um Geld hereinzuspülen, um dann Plakate zu schalten. Mhm. Also dieses Element darf man dann auch nicht vergessen, dass diese traditionellen Instrumente weiterhin eine Relevanz haben, aber dass man sie vielleicht anders nutzen oder anders integrieren kann durch die Nutzung von Technologien. Okay, vielen Dank, sehr spannend. Jetzt gibt es ja da verschiedene Social-Media-Kanäle, plus noch E-Mail, plus noch, keine Ahnung was, vielleicht eben WhatsApp oder Instagram ist ja so ein Hype. Kannst du ganz kurz eine Einschätzung geben, für was eignet sich Twitter, für was eignet sich Facebook? Wo würdest du jetzt Leute mit Instagram erreichen? Also ist jetzt für mich jetzt, oder keine Ahnung, für jetzt, lohnt sich Instagram überhaupt? Ist ja auch eben mit Aufwand verbunden, diese ganzen Social-Media-Aktivitäten. Also grundsätzlich ist das der typische Use Case vom Growth Hacking ganz am Anfang. Wir probieren alle Kanäle aus und hakeln uns an denen hoch, die am erfolgreichsten waren. Wie seht ihr das oder wie wisst ihr das? Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Facebook gemacht. Twitter auch zum Teil. Es kommt wirklich auf den Fall an und auf das Segment, das wir versuchen zu erreichen. Kannst du ein paar Beispiele nennen, so was man sich das vorstellen kann? Wer ist auf Twitter? Wen erreiche ich auf Twitter sozusagen? Politische Sachen sind viel auf Twitter. Okay. Mehr als wenn wir jetzt versuchen würden, Produkte zu verkaufen, wäre es eher Facebook, gemäß meiner Erfahrung. Mhm. Wir würden es auf jeden Fall nochmal testen und uns nicht auf unsere Erfahrung verlassen. Nur ganz kurz noch zum Thema vorher. Wenn wir sagen, nur 60% der Personen haben irgendeine Werbung gesehen, und deswegen ist es nicht massentauglich. 60% sind sehr viele Personen. Mhm. Und auch wenn nur 0,1% der Personen irgendwas retweeten, das sind immer noch sehr, sehr viele Leute. Und ich glaube, das ist ein Teil von diesem Targeted Marketing. Mhm.
es erreicht sehr viele Personen, erzielt sehr gute Resultate, natürlich nicht für alle, die wir erreichen. Ja. Sehr spannend. Vielleicht bevor ich das Mikrofon aus meiner Hand gebe, darf ich dir noch eine Frage stellen. Mich würde es sehr interessieren, wir haben ja auch den Datenschützer unter uns, Adrian Lopsiger. Das Thema ist ja auch schon angesprochen worden, GDPR, also diese Datenschutzgrundverordnung. Was ist so deine, jetzt mal persönliche Meinung, was soll erlaubt sein? Also du bist ja bekanntermaßen kritische Person dem gegenüber. Was sollen, dürfen Politiker machen und wo findest du, das ist zu weit oder das ist too much? Aber vielleicht auch Operation Libero oder so. Gibt es da so klare Regeln oder ist wahrscheinlich keine klaren Regeln? Ne? Also persönlich finde ich, sie sollen alles öffentlich machen und nicht über Targeting Dark Ads. Aber das ist meine Meinung. Nein, es gibt, weil das ist natürlich einfacher für die Journalisten, dann wissen sie, wer was postet und mit welchen Argumenten. Das ist natürlich für die Politikwissenschaft auch einfacher, um das zu analysieren und zu scrapen. Und so Datenschutz und ethischen? Nein, Datenschutz, also ich denke, der Leitfaden von des EDÖP von Adrian Lopsiger und seinem Team ist schon sehr hilfreich, der halt sagt, was... Wie, ich meine, die Frage ist schlussendlich eben, die ethische Frage ist, wie gerät man an diese Daten? Und wie werden sie, was wird miteinander verknüpft? Sind die Leute einverstanden, dass sie ein WhatsApp kriegen? Oder und ich meine, wir sehen jetzt mit unserem Tool von der Republik, dass wir zusammen mit der amerikanischen News-Organisation ProPublica, Non-Profit-Organisation ProPublica anwenden, wo verschiedene Facebook-User halt nur auf dem Desktop, die haben das ist eine Chrome-Erweiterung und Firefox, die geben uns an, welche politische Werbung sie sehen. Und wir haben Zugriff darauf und wir sehen jetzt schon einzelne Kampagnen, die Parteien und Abstimmungskomitees anwenden und was wir sehen, ist eben nicht so unbedingt das, was in diesem Leitfaden steht, nämlich, dass wir sehen halt, dass gewisse politische Werbung wird ausgespielt, weil verschiedene Daten miteinander verknüpft worden sind, die wahrscheinlich nicht auf legalem Weg miteinander verknüpft worden sind. Also es wurde wahrscheinlich keine Zustimmung geholt bei jedem Parteimitglied. Ja. Ist es für Sie in Ordnung, dass wir Ihre Daten an Google, Facebook, Twitter verschenken und diese hinaufladen auf die Plattformen, miteinander verknüpfen und Sie und Ihre Facebook-Freunde mit Werbung bespielen? Das sehen wir halt mit diesem Tool, mit dem wir arbeiten. Und das ist einfach jetzt die Frage, auch in diesem Jahr, was passieren wird, weil dieser Leitfaden, nach diesem Leitfaden ist es eher schwierig, also man muss da relativ viele Punkte einhalten, man muss auf einer Webseite, wenn man sich dann anmeldet für einen Newsletter, braucht es ein explizites Kästchen, in dem steht, ja, ich bin einverstanden für diese Verarbeitung, für also die einzelnen Plattformen. Genau, und gemäß den Kampagnenleitern, mit denen ich jetzt gesprochen habe, wollen das alle unbedingt einhalten und wollen auch, will auch niemand einfach so die Daten weiter verschenken seiner Mitglieder, also obwohl man die ja erreichen möchte auf Social Media, was die einfachste Form ist. Nach wie vor in der Schweiz ist immer noch dieses Social Matching, also diese Funktion Custom Audiences. Also oder eben die CRM-Daten. Ja, E-Mail mit irgendwelchen... Genau, und dann gibt es ja auch diesen Abgleich und das Gleiche auch auf Twitter. Ja. Also es ist immer noch die effektivste Form, seine Kunden, seine Mitglieder so zu erreichen. Okay. Und ja, ob das jetzt ethisch-rechtlich, ist ein bisschen fragwürdig. Sehr gut. Also ich glaube, wir haben genügend spannende Punkte aufgegriffen, würde ich sagen. Jetzt möchte ich gerne öffnen, entweder zu den datenethischen Themen oder eben zu den Potenzialen, also Risiken, Chancen, Risiken ein bisschen. Wer möchte zuerst das Mikrofon ergreifen? Dann würde ich natürlich sehr gerne dir, Adrian, das Mikrofon geben. Ja, vielen Dank. Der Leitfaden der eidgenössischen Datenschutzbehörde wurde angesprochen. Ich möchte diesen jetzt hier nicht herunterbeten. Ich möchte einfach sagen, die Quintessenz ist Transparenz. Ich glaube, die Player des Wahlprozesses haben ein Eigeninteresse. Es ist nicht das Interesse, als Datenschutzmusterknaben in die Geschichte einzugehen, sondern ihr eigenes Interesse, Transparenz zu schaffen. Denn in Afrika
ist es normal, dass man Mehrheitsergebnisse nach Wahlen nicht anerkennt. Dort kann man die Korruption Schuld geben. Und bei uns ist es einfach jetzt die Gefahr, dass wenn wir nicht transparent sind, dass dann nach den Mehrheitsentscheiden es einfach heißt, diejenigen, die enttäuscht sind, sagen dann einfach, ja, wir hätten gewonnen, wenn die digitale Bearbeitung des Gegners fair gewesen wäre. Deshalb glaube ich einfach, das A und O im ganzen Prozess ist, dass die Datenbearbeitungsmethoden, die eben in der Beeinflussung der politischen Meinungsbildung stattfinden, dass die transparent sein müssen. Also schon ein bisschen das, was Adrian auch schon gefordert hat, in dem Sinn, dass man sagt, wie verwendet man, also wie verarbeitet man die Daten. Okay. Also ziemlich hohe Anforderungen. Was sagst du da, Nicola? Findest du das okay? Ja, finde ich okay. Ich finde, dass dieser Leitfaden in die richtige Richtung geht. Wir haben auch mit dem Aspekt der Transparenz in dem Sinne kein Problem, denn das machen wir auch bei der Finanzierung oder generell bei den Kampagnen, dass wir danach Bericht erstatten, wie viel Geld eingenommen wurde, wo das ausgegeben wurde, auch wo es quasi für Werbung investiert wurde. Und wir haben die Datenschutzerklärung auch vor kurzem angepasst, damit sie nicht nur dem Schweizer Datenschutzgesetz entspricht, was sie bereits tat, sondern auch GDPR-konform ist. Und das geht ja dann doch noch einmal auch ein bisschen weiter wie der Schweizer Datenschutz. Da ist auch aufgelistet, welche Dienstleister das verwendet werden, okay. Und es ist somit dann für den Benutzer klar, was mit seinen Daten passiert. Und er kann die Webseite auch benutzen, wenn er dieser Datenschutzrichtlinie nicht zustimmt, und dann erheben wir dann einfach die entsprechenden Cookies beispielsweise nicht. Dann müsste man sie nur noch lesen, die Datenschutzrichtlinie. Ja, aber da würde ich dann auch ein bisschen an die Verantwortung der Nutzer appellieren. Also ich würde dann sagen, durch das Klarmachen der Datenschutzrichtlinie, und sie wird als erstes eingeblendet, wenn man auf die Seite geht. Also es ist ziemlich, ziemlich markant, der Hinweis, dass man die bitte lesen soll. Gibt es keine Entschuldigung mehr. Gut, vielen Dank für deinen Input. Weitere Fragen? Jawohl, Herr Maximilian. Reimann Maximilian. Ich erlaube mir eine Frage an alle vier. Der Titel unseres Abends heißt ja Digitaler Wahlkampf. Und mich würde es interessieren, wenn Sie vier Diskussionsteilnehmer im Oktober kandidieren würden, wie viel Prozent Ihres Werbebudgets würden Sie in die digitale Werbung investieren und wie viel in die konventionelle Werbung? Und unter konventioneller Werbung verstehe ich als einer, der bereits 8 Wahlkämpfe hinter sich hat, das Inserat, das Plakat und das Flugblatt. Vielen Dank, sehr klare Frage. Wollen wir mal bei wem anfangen? Lisa, möchtest du dich zum Wahlkampf von dir, Nationalrat, Lisa, for President? Gut, also ich habe keine Wahlkampferfahrung. Deswegen ist meine Antwort jetzt wahrscheinlich überraschend oder auch nicht nach meinem Vortrag. Ich glaube, ich würde mein gesamtes Budget in die digitale... Das ist doch ein klares Statement. Das ist okay, ja. Das ist deine Meinung. Adrian, was ist deine Meinung? Also zuerst wollte ich 50-50 sagen, um zu schauen, was besser funktioniert. Aber ich glaube, ich würde es nicht mal unbedingt in Werbung, also im Digitalen nicht in Werbung, weil eben individualisierte Werbung würde ich jetzt nicht machen wollen. Aber ich kandidiere auch nicht. Deswegen würde ich, glaube ich, die ganzen Mittel in digitale, gute, aufwendige Produktionen investieren. Mit beispielsweise Videos. Also nochmal 100% quasi. Ja? Genau. Also, wer bietet mehr? Ich würde wissen wollen, genau, was besser funktioniert, weil ich denke nicht, dass wir das wirklich wissen. Ich würde experimentieren wollen und auch genau definieren, was sind die Effekte, die ich erwarte. Und ich würde zunächst experimentieren, jetzt mit welcher Verteilung, weiß ich nicht so genau. Und auch darauf achten, dass es Verbindungen gibt zwischen Online und Offline, wie Nicola das gesagt hat. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass das alles koordiniert ist und alles online würde ich nicht machen. Und ich würde vor allem dafür sorgen, so das Aufstellen, dass es auch möglich ist, nachher zu wissen, ob das tatsächlich funktioniert hat oder nicht. Weil ich denke, das wird zu wenig gemacht. Und darum ist es auch möglich. Wie würdest du das machen? Das ist doch schwierig, oder? Es ist
ich weiß, nein, man kann schon einige, die Studien, die ich zitiert habe, die finden, na, Werbung hat eigentlich keinen Einfluss. Gar keine Werbung. Gehen genau so vor, dass sie wie in einem Experiment zufällig gewisse Werbungen zuteilen, gewissen Gruppen oder geografischen Regionen und so weiter. Und dann kann man herausfinden, was eine Wirkung hat oder nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass man viel darüber weiß in der Schweiz. Also sicher Luft nach oben. Ich würde, ja. Dann könnte man in einer Gemeinde Plakate aufstellen und in der anderen Gemeinde dann Facebook-Werbung den Leuten zu. Man muss das geschickt machen, aber das wäre der Ansatz, dass man nachher wissen kann, das war der Effekt von diesem Teil der Kampagne und das war der Effekt von diesem anderen Teil. Sehr wissenschaftlich, das ist super. Nicolo? Ja, dem würde ich mich eigentlich anschließen und vielleicht für die 50-50-Lösung gehen. Ja. Mit dem Hinweis, dass sich das eben nicht gegenseitig ausschließen sollte, sondern eher sich gegenseitig eigentlich noch verstärken müsste. Okay, sehr spannend. Also wir haben etwas zwischen 100 und 50, also eher fast mehr als die Hälfte. Ist die Frage somit beantwortet? Dankeschön. Sehr gut. Zur nächsten Frage. Ja, es ist nicht nur eine Frage. Wer bist du? Nick Guck, Nationalrat auch, wie Maximilian Reimann und andere hier. Und meine Erkenntnis ist nicht eine Frage, aber ich provoziere unsere zwei Damen ein wenig. Ich bin nicht einverstanden und vertrete doch auch ein jüngeres Publikum hier mit 100%. Weil die Sinus-Milieu-Studie, ich weiß nicht, ob die in Österreich auch anwendet und so weiter, in der Sinus-Milieu-Studie kommt ganz klar heraus, dass wir eben verschiedene Stakeholders ansprechen sollten. Und in dieser Marketingwerbung, und das haben wir dann vom Herrn Professor gehört und auch von Operation Libero, 50-50, weil wie wollen Sie das ältere und das jüngere Publikum erreichen? Und das ist jetzt auch meine Frage, weil ich habe mich schon entschieden für meine Wahlen, ich fahre knallehart 50-50 und ich möchte von Ihnen wissen, wenn Sie sagen, wir werden alles investieren, also warum, Ihre Bitcoins, ne? In digitale Werbung, ja. Dann sage ich No-Go. Gut, also Lisa, du musst jetzt deine Antwort begründen, sorry. Okay. Also das jüngere Publikum spielt ja schon mal keine Rolle, weil jeder über 18 hat Facebook. Und wenn es so ist wie in Österreich, dann ist das auch so in der Schweiz. Glaube ich, also das Wahlalter ist 18, nehme ich an. Okay. Und fürs ältere Publikum, ja, also verschiedene Segmente, da stimme ich voll und ganz zu. Das bezieht sich auch auf die Online-Werbung, es gibt die verschiedenen Segmente. Ich weiß nicht, wie viel Prozent von den Wählern zu alt sind, um Facebook zu benutzen, die tatsächlich die Wahl so stark beeinflussen würden. Deswegen glaube ich, ich könnte mehr Personen online aktivieren, wenn ich dasselbe Budget online einsetze, als ich verlieren würde, wenn ich die Personen über 60 nicht erreiche. Also höhere Effizienz, natürlich nicht ideal wäre. Effizienz, ich glaube, wenn es wirklich nur darum geht, die Wahl zu gewinnen, und das war die Frage, das so ist meistens verstanden. Die Idee der Wahl. Also ja. Wenn es wirklich darum geht und ich nicht flächenübergreifend alle Personen erreichen wollen würde, dann würde es, so wenn ich wetten müsste, dann würde ich es so machen, weil ich einfach glaube, dass ich mehr Personen online erreichen kann. So. Gut, okay. Also das, Adrian, was deine Begründung so? Also ich hätte das jetzt eher als Experiment aufgezogen, ich will eigentlich gar nicht gewinnen. Und übrigens, es gibt eine Partei, eine bürgerliche Partei, die wird dieses Jahr nach eigenen Aussagen nur auf online setzen und ihre Mittel hauptsächlich in online setzen, aber ich sage noch nicht welche. Also eine mit F oder eine mit S? Ich sag nichts dazu, das lesen Sie dann irgendwo mal vielleicht. Aber das wird sicher mal ein interessanter Beobachtungsgegenstand für die Politologie und eben auch für Journalisten. Und zum Zweiten jetzt wegen der Altersgruppen. Ich tue mich einfach ein bisschen schwierig, wenn man versucht, das ein bisschen, wenn man das eben so strikt trennt. Weil zum Beispiel bei den Umfragen heißt es ja oft, wie haben Sie sich informiert? Dann wird oftmals auch gesagt über die traditionellen Medien oder über das Fernsehen oder eben die Online-Newsportale. Gut, die Online-Newsportale, wie gelangt man an einen Artikel? Also wo hat man diesen Artikel gelesen? Dann ist man doch vielleicht über die sozialen Medien zu diesem Artikel gelangt oder über einen Newsletter, wo etwas verlinkt worden ist. Und
da geht diese Trennung zwischen eben off, also es wird dann die Offline-Medien sind dann einfach die Medienhäuser, die Inhalte der Medienhäuser, mhm, und Social Media sind dann die digitalen Plattformen. Und so, ja. Genau, und das wird dann so künstlich getrennt und das stimmt einfach nicht. Also ich finde, diese Trennung ist schwierig und auch die älteren Leute bewegen, auch die informieren sich oft im Netz und die nennen dann trotzdem, sie sagen ja trotzdem, ja, sie informieren sich dann auch über das Fernsehen, aber sie informieren sich im Netz über verschiedene, über die Abstimmungen, über die Wahlen, sie googeln etwas und dann, was ist jetzt das gewesen, ist jetzt das online, offline? Also ich finde diese Trennung ein bisschen schwierig. So. Genau, das geht. Okay, vielen Dank für die nicht so einfache Antwort. Gibt es weitere Meinungen im Raum, die sagen, man sollte so oder so investieren? Das ist eben noch spannend, wenn wir jetzt das Crowdsourcing machen. Harry Graf, ich habe so eine Frage. Experimentieren. Die Politikerinnen und Politiker, die können nicht experimentieren. Entweder sie werden gewählt oder sie werden nicht gewählt. Sie möchten gewählt werden. Also für euch ist es relativ einfach zu sagen, ja, da machen wir eine Studie und schauen, wie es dann auskommt. Aber am 20. Oktober, entweder ist man drin oder man ist draußen. Also das mit dem Experimentieren geht so nicht. Und deshalb so, wie konkret die Anfrage, was können die Leute tun, um das irgendwie so hinzukriegen, dass sie sich Chancen aus, dass sie Chancen haben. Möchtest du? Ja, gerne. Ich bin kein Berater, ich bin kein Politiker, darum ist es nicht wirklich mein Problem, aber ich verstehe, dass das wahrscheinlich Ihr Problem ist. Dann werden Sie nie lernen, genau was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich denke, vielleicht die Einzelpersonen, ja, das stimmt, Partei auch, aber die Partei als Organisation hat schon Interesse zu wissen, wie wir unsere begrenzten Mittel effizient einsetzen können. Gerade wenn es neue Alternativen gibt. Ich würde nicht wollen, jetzt voll oder auch nicht voll auf online, sondern viele Mittel auf online setzen, heute und nächstes Mal und übernächstes Mal, ohne zu wissen, ob das wirklich etwas bringt. Und darum denke ich, es lohnt sich schon, da ein bisschen in die Richtung zu gehen und sich zu überlegen, wie kann ich herausfinden, ob das tatsächlich eine Wirkung hatte oder nicht. Weil meistens ist es nicht so transparent und das würde mich Bauchschmerzen machen, nicht zu wissen, ob alles das Geld, das ich ausgegeben habe, tatsächlich ein Resultat erreicht hat. Sehr gut, vielen Dank. Also das heißt, man könnte ja eigentlich wie als Partei einzelne Kandidierende rausnehmen. Die einen sollen eben voll auf digital und die anderen nur halb und dann schauen wir, wer gewählt wird. So. Ja, ungefähr. Ungefähr. Gut, weitere Fragen? Ja, oder da hinten? Danke. Ich bin Simon Schlauri, Kantonsrat in Zürich und bei den Grünliberalen. Und wir haben etwa 50% in Digitales und 50% in traditionelle Medien investiert. Wir werden dann sehen, ob die Strategie funktioniert hat. Vielleicht merkt man es auch nicht am Ergebnis, ob was funktioniert hat. Das ist dann die Frage. Stichwort experimentieren. Ich habe wirklich auch den Eindruck, in der Schweiz wissen die Leute in der Regel nicht, was funktioniert und was nicht. Jeder hat so seine Theorien, aber effektiv bestätigt, empirisch ist nichts. Mal angenommen, man würde jetzt eine große Studie machen in der Schweiz. Was funktioniert? Wie schnell ändern sich diese Erkenntnisse? Also wenn ich heute eine solche Studie mache, ist das in 4 Jahren bei den nächsten Wahlen noch interessant, noch brauchbar oder bringt das nichts? Das ist ein sehr guter Aspekt. Wer möchte sich da äußern? Ich kann vielleicht einfach zu den Kampagnen sagen, dass man da ein bisschen, bis zu einem bestimmten Grad profitiert man natürlich davon, dass man bereits etwas gemacht hat, aber man muss trotzdem gerade auf inhaltlicher Ebene das Rad schon immer wieder neu erfinden. Also sich allzu sehr abstützen auf das, was das letzte Mal funktioniert hat, geht ja nicht automatisch. Beispielsweise, wenn wir über bestimmte Formate reden, gab es mal eine Zeit, da waren Memes sehr angesagt, diese Bilder mit einzelnen Textelementen drauf und das wurde dann auch sukzessive kopiert und dann hat man beim Kopieren gemerkt, ja okay, bei uns zieht es jetzt irgendwie nicht oder bei dem Thema funktioniert es irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ob die Vergangenheit ein so guter Ratgeber sein kann. Sehr gut, ja, vielen Dank. Vielleicht noch schnell zur Ergänzung, ich glaube man sagt ja eigentlich, seit Obama so präsent war im Netz, sagt man ja immer so 2011, das wird der digitalste Wahlkampf, 2015, das wird der digitalste Wahlkampf. Und jetzt sagen einige, auch von diesem Jahr, und es wird auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht stimmen, also es wird wahrscheinlich dieses Jahr immer noch
ein Mix sein, aber ich denke schon, dass wir mit jedem alle 4 Jahre eine nächste digitale Evolutionsstufe erreichen. Und ich glaube, was dieses Jahr auch wirklich relevant sein könnte, was fast nicht gesagt worden ist, ist wirklich eben dieses Canvassing, also dieser Tür-zu-Tür-Wahlkampf, wo ich eben auch nicht sagen kann, was jetzt da digital und offline, weil eigentlich geht es ja um die Gespräche, eben also die Kampagnenleiter sagen, wir möchten die Leute erreichen, wir möchten mit ihnen ins Gespräch kommen und dann arbeitet man, nicht alle Parteien, aber da werden einige auch mit Software arbeiten, mit Apps arbeiten, mit Daten arbeiten. Da ist auch die Frage, welche Daten, woher kommen die? Und das sind eben wieder dieses digitale Element und das Offline-Element, die hier zusammenspielen. Und ich glaube, eben dieser Tür-zu-Tür-Wahlkampf könnte jetzt auch in der Schweiz langsam salonfähig werden, nachdem es schon gleich 20 Jahre in den USA praktiziert. Aber dann braucht man die entsprechenden Tools. Also es ist ja nicht so einfach mit einem Excel-Sheet und so. Also. Wir hatten Gespräche mit verschiedenen Kampagnenleitern bis jetzt und einige, die machen das unterschiedlich, digital, fortschrittlich. Ja. Okay, spannend. Ich habe gerade da noch eine Hand. Christoph Ackermann, digitale Kommunikation mit der Firma CubeDash. Also ich denke, um noch ein bisschen da einzugreifen in die vorherigen Fragen, das Wichtigste ist, finde ich fast, ein nahtloses Ergebnis zwischen all den Erlebnis zwischen all den Kanälen. Also das finde ich viel wichtiger als jetzt ob 30, 70, 50, 50 oder 80, 20, finde ich, dass es ein durchgängiges Erlebnis ist. Und der Mix, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, aus unserer Firma, ist zielgruppenabhängig. Also kommt darauf an, ob es ein ländliches Wahlpublikum, städtisches, je nach Alters- und ethischen Gruppen, was da dann schlussendlich funktioniert. Meine Frage ist noch an dich, Lisa. Wo setzt du als Firma die Grenzen, wo es ethisch noch vertretbar ist? Ich denke, das ist gerade auch, wenn ich mich jetzt in deine Lage versetzen würde, mit der Lust zum Experimentieren, denke ich, ziemlich schwierig, oder? Ja, also wir haben tatsächlich jemanden, der verantwortlich ist für die ethischen Aspekte, also für die ethische Evaluation. Und das bin nicht ich. Ich bin viel zu begeistert von technischen Möglichkeiten und von den Use Cases selbst. Natürlich habe ich meine eigenen ethischen Standards, aber als Firma ist natürlich schwierig. Alles, was rechtlich möglich ist, ist mal die eine Sache, was man wirklich machen möchte. Wo man Impact haben will, ist die andere. Schlussendlich ist die Entscheidung nicht bei mir. Also ich weiß, du hast ja schon bei uns, du bist ja noch in der Weiterbildung bei mir, hast du mal gesagt, also nicht bei mir, also bei, ich lade sie jeweils als Expertin ein, so meine ich es. Du hast mal gesagt, das ist ja schon ein bisschen ein Problem jetzt nach Cambridge Analytica, dass Facebook eben so viele Kanäle zutut, jetzt kann man nicht mehr so viel die Leute herausfinden, was sie für tolle Ideen haben und so. Also es ist schon für dich so, also jetzt als Data Scientistin, bisschen schade, oder? Ja. Es ist nicht mehr so einfach und lustig, wie es auch schon war. Aber es gibt immer Wege drumherum. Also drumherum klingt jetzt wieder illegal, das ist es nicht. Es wird nur aufwendiger. Es gibt dann, man muss dann teilweise Korrelationen mit dritten Variablen machen. Ja. Wohingegen man früher direktere Effekte direkt abgreifen kann. Okay. Gut, die Details verstehen wir wohl alle nicht, aber von dem her ist es spannend zu wissen, dass es Wege gibt. Gibt es weitere Fragen? Ja, und dann müssen wir dann langsam schon wieder zum Dessert. Ja, danke. Herr Gilardi hat uns mindestens erwähnt, nicht aufgezeigt, dass die Meinungsänderung durch digitale Medien schwierig oder kaum erreichbar ist. Nehmen wir an, das sei Fakt. Aber in einem Land mit tiefer Stimmbeteiligung ist der Urnengang doch ein Element, das dann eine politische Meinungsbildung beeinflussen kann. Die Frage an das Podium ist, wie ethisch ist es, mit psychodatentechnischen Mitteln die Leute mindestens emotional oder rational zum Urnengang zu bewegen. Lisa? Oder wir können ja mal Adrian lassen. Ne? Ich überlege noch. Also, sie überlegt noch. Da spielen alle auf Zeit.
Schwierige Fragen vom Chef. Des Min- ja. Super, merci. Ja, ich bin persönlich nicht 100% überzeugt, dass diese Modelle wirklich so einflussreich sind. Darum denke ich, die ethische Bedenken, ich habe wenig ethische Bedenken, weil ich bin nicht ganz überzeugt, dass es wirklich eine so große Wirkung hat. Das ist meine Antwort. Aber natürlich, was Sie ansprechen, ist ganz wichtig, weil ein Problem der Studien ist, sie müssen sich auf ganz spezifische Ergebnisse oder Effekte fokussieren. Und natürlich dadurch werden andere, möglichst gleich relevante Effekte nicht erfasst. Und das ist schon ein Problem. Und was Sie ansprechen, die Mobilisierung und so weiter, das ist tatsächlich ein Potenzial, dass diese Mittel haben. Aber ich bin eher skeptisch eingerichtet bezüglich der Wirksamkeit von diesen Methoden. Nicola? Ja, was ich vielleicht hier gar noch ergänzen kann, aus unserer Sicht, diese Verknüpfung, die Dr. Winter gezeigt hat, zwischen den Daten über eine Person und dem Psychoprofil, also dieses Psychological Profiling beispielsweise, das machen wir schon gar nicht. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, wie dürfen wir die Botschaften anpassen, da habe ich jetzt in dem Sinn keine großen Bedenken, dass um die Leute auch zur Urne zu bringen und wirklich ihnen klar aufzuzeigen, dass es um eine wichtige Abstimmung geht, darf man meiner Meinung nach dann die Botschaft, solange sie faktisch korrekt ist, durchaus so zuspitzen, dass die Leute auch auf einer emotionalen Ebene angesprochen werden und nicht nur auf einer Faktenebene. Okay. Also ich würde da gleich anknüpfen und jetzt das noch aus einer Medienforschungsperspektive zu ergänzen, ist auch wieder die Frage der Transparenz. Also es sollte ja in diesem Jahr, und das gilt auch wieder nur für Facebook, möglich sein, dass alle politischen Kampagnen, die eben auf so einer Targeting-Ebene ausgespielt werden, transparent öffentlich verfügbar sind in dieser Ads-Library. Das ist so etwas Neues, das hat jetzt Facebook auf Druck der US-Politik und einfach allgemein der Öffentlichkeit jetzt angeboten, dass man anzeigt, okay, hier kann ich jetzt schauen, alle politischen Kampagnen sind hier angezeigt. Das heißt, ich weiß, welche Varianten die SP Schweiz ausspielt. Aber Sie müssen sich selber registrieren dort, oder? Sie müssen, genau. Also auch, müssen die Parteien jetzt in der Schweiz auch. Sie müssen sich jetzt wirklich... Sie werden sehen, wenn Sie politische Kampagnen schalten wollen, weil da wird es diese Sperre geben und Sie müssen sich dann identifizieren, okay, und ausweisen, und das ist dann so ein Verified, also dass man dann verifiziert worden ist. Und ich glaube einfach eben, die Frage ist, welche Botschaft das ist, wenn es solche Negativkampagnen sind, die betroffene Person nie erfahren würde. Also wenn zum Beispiel die SP würde irgendwelche Negativkampagnen über das Targeting über Petra Gössi streuen, mhm, und würde das ganz gezielt an gewisse Gruppen ausstreuen und einer anderen Gruppe würde sie etwas anderes anzeigen, das totale Gegenteil, dann ist das ethisch sehr fragwürdig. Und das passierte in den USA, das passierte vor allem im angelsächsischen Raum, es passiert vor allem in Ländern mit dem Majorsystem, also vor allem wo zwei Parteien halt dieses gegeneinander ankämpfen, dass Negativ-Campaigning auch sehr etabliert ist. Und das finde ich halt schon ethisch sehr fragwürdig. Ethisch fragwürdig, aber datenschutzmäßig kann man sagen, das ist eigentlich nicht falsch, oder? Also wenn man widersprüchliche Informationen anzeigt, ist ja datenschutzmäßig. Das ist die andere Ebene. Ja. Also seine ist da wirklich die Desinformationsebene. Ja. Ja. Und die andere Ebene ist, wie ist man überhaupt an diese Daten dieser Person gekommen, genau, ja, die Zielgruppen, die man anvisieren möchte. Okay. Ja, spannend. Noch eine letzte oder zwei letzte Fragen. Danke. Auch eine ethische Frage. Nicht über der Targeting und Predictive Analytics, das ist für mich relativ einfach. Die Frage ist, wenn wir wollen eine Kampagne auf Facebook und Instagram und Twitter und, wir brauchen verschiedene Leute, die uns helfen. Wir haben nicht genügend Zeit, um in alle Medien. So, wir brauchen Leute, die sagen, ich in meinem Namen, sie sind nicht ich. Und wie ethisch ist es, dass verschiedene Leute antworten in meinem Namen auf der verschiedenen Netzwerke? Okay, so Ghost-Twitterer sozusagen, oder wie? Was sagt ihr zu dem? Ist das ethisch akzeptabel?
Ja, Adrian, du hast es schon gesagt mit der Transparenz. Also teilweise sieht man das ja auch, dass bei gewissen politischen Accounts dann steht, hier twittern und dann die Leute, die wirklich effektiv dahinter stehen. Dann finde ich das kein Problem und es ist auch absolut nachvollziehbar, dass teilweise mehrere Vollzeitpensen in Anspruch nehmen kann und dass das nicht gerade im Milizsystem noch vom einzelnen Politiker oder der einzelnen Politikerin erwartet werden kann. Ja, aber prinzipiell jetzt nicht nicht das größte Transparenzproblem in diesem Bereich, meiner Meinung nach. Müsste es Transparenz geben oder ist es okay, wenn man Ghost-Twitter hat? Das ist eigentlich die Frage, oder? Als Ghost-Twitter, ja, also man geht dann einfach selber ein Risiko ein, wenn ein Blödsinn geschrieben wird und man dann, wenn dieser Inhalt dann mit einem selbst assoziiert wird, da gibt es ja auch sehr schöne Beispiele. Ist auch nicht speziell für Social Media, weil auch nicht jede Rede ist unbedingt von Anfang bis Ende geschrieben worden von der Person, die Rede hält. Von dem her ist das nicht etwas völlig Unbekanntes und neu, aber ich stimme zu, Transparenz ist immer gut und schlussendlich die Person, die die Rede macht oder die Tweets in dem Namen geschickt werden, trägt auch die Verantwortung, aber Transparenz ist sicher ein guter Ansatz. Vielleicht noch zum Schluss eine Anekdote. Es gibt ja eine Studie der New York Times, die ausgewertet hat, welche Tweets von @RealDonaldTrump von welchem Smartphone stammen. Und man weiß, dass Donald Trump, er hat ein Android-Smartphone und hat da genau anscheinend nur eine App, die ist Twitter. Und man hat dann herausgefunden, welche Tweets vom Android-Smartphone kommen und welche vom iPhone. Und die vom iPhone waren die von seinem Team. Die waren alle sehr viel staatsmännischer formuliert als die vom Android-Smartphone, die er selber formuliert hat. So. Also das zeigt sich dann auch. Müssen wir es umgekehrt machen eigentlich. Also die eigenen Tweets eher zurückhalten und dann, genau. Also, vielen Dank auf jeden Fall mal für diese spannende Diskussion. Danke Ihnen auch als Publikum, dass Sie da aktiv mitgemacht haben. Ich hoffe, Sie verstehen, wenn wir jetzt langsam in die Endphase oder die wirkliche Endphase kommen. Edith, ich möchte es dir übergeben, noch schon kurz ein Fazit zu ziehen und würde dann noch ganz kurz ein paar Ausblicke auf die nächsten Anlässe machen. Ja, besten Dank, Matthias. Besten Dank allen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich habe mir so überlegt, ja, was nehme ich jetzt mit nach Hause als Politikerin, die eigentlich gerne wiedergewählt werden würde. Und zuerst bin ich gekommen und habe gedacht, ja, heute Abend bekomme ich sicher irgendwie ein Patentrezept. Aber ich bin eigentlich sehr froh, dass ich heute erfahren habe, welche Zutaten gibt es. Aber ich kann mir dann das Menü selber zusammenstellen, wie es auch gesagt wurde von verschiedenen Teilnehmenden. Was ist glaubwürdig, was ist ethisch möglich, was mache ich digital und wo ist es halt trotzdem noch wichtig, dass halt auch die Wählerinnen und Wähler uns als Menschen wählen möchten und nicht irgendeinen Kartoffelsack, den sie nicht persönlich kennen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre interessanten Voten. Was gibt es auf dem Markt? Welche technologischen Möglichkeiten haben wir? Wir werden sie ausprobieren. Und spannend wird natürlich auch sein, welche Themen sind dann schlussendlich am 20. Oktober noch aktuell. Das wäre dann wieder ein abendfüllendes Thema. Und wir werden von PauDigi dranbleiben und Sie weiter auf dem Aktuellen halten. Und ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen und den zukünftigen Kolleginnen und Kollegen einen erfolgreichen Wahlkampf und gebe nun zurück an Matthias, damit Sie sehen, was PauDigi noch alles plant. Weil wir haben eben in diesem Jahr unser Jubiläumsjahr. Vor 10 Jahren haben Matthias und ich gefunden, wir müssen etwas machen. Zusammen mit dem damaligen Go-Präsidenten Christian Wasserfallen haben wir PauDigi gegründet und dieses Jahr dürfen wir den 10-jährigen Geburtstag feiern. Was wir alles machen, wird Ihnen nun Matthias vorstellen. Ich freue mich nachher noch auf Gespräche mit Ihnen und wünsche Ihnen dann ein gutes beim Dessert und ein gutes Nachhausekommen. Besten Dank. Merci.